Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange. Wir reden einfach mal mit der guten Joyce und geben ihr die Zutaten. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living long tonight. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Ja, nur dass sie wahrscheinlich nicht in LA ist. Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten. Komm, wir nehmen mal Rachel in Schwierigkeiten. Think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows and it makes me ill. Also ich denke auch, dass hier irgendwas passiert ist. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Bisschen vielleicht? Nee, auf gar keinen Fall, weil das ist ja eigentlich was Getrenntes. Die beiden kannten sich what? Nie. No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. I just wish you could have stopped Chloe from getting busted by David for that joint. I know, but it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, you. Boah, sie ist einfach jünger als ich. Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Können wir da jetzt irgendwie neue Antworten geben? Nee, ich glaube nicht. Das war auch voll okay. Komm, wir setzen uns hin. Der Tisch ist ein bisschen dreckig. Aber naja, was will man mehr? Der Kamin ist auch voll dreckig. Ich hoffe, den benutzt keiner mehr. Gesamt, das ganze Haus ist jetzt nicht so fresh. Hui, meine Pfannkuchis. Mit Butter, das kenne ich halt auch nicht. Das machst du in Deutschland auch nicht. So much, Joyce. Hey, Erdnussbutter. Good, you can clean. Die Pflanze sieht ein bisschen traurig I guess nobody waters the plant here. Komm, wir essen unseren Pfannkuchen. Boah, ich hätte so Bock auf Pfannkuchen. Pfannkuchen ist so geil, einfach nur. Aber wie isst sie den auch mit Messer und Gabel? Ich isst sie mit der Hand. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich meinen Pfannkuchen mit der Hand esse. Ich benutze eh selten. Hey, warum isst du nicht auf? Now that's what I call pancakes. Kannst du nicht weiter essen oder so? Können wir aufstehen? Erdnussbutter ansehen? I'm glad that's creamy and not crunchy. Achso, sie holt ein Erinnerungsbuch. Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Ja, Max hat einfach voll ihren eigenen Style. Stimmt. Wow, Sir. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this. And I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Ach man, das ist so traurig. Gestern Abend war sie glücklich im Schwimmbad. It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll
keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Geez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back Yeah. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's so, gotta be hiding shit. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Was gibt's denn hier? Schublade, da ist ein Auto. Kassette, da vielleicht? Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. Was ist da? So einfach kommt man nicht dran. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Irgendwie, also die sind halt... Ich habe nicht das Gefühl, dass die beiden glücklich sind. Joyce might as well have wrote, let's get married. Was hat sie denn geschrieben? Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie das vergessen haben sollten. That might be a useful password. Eier und Würstchen, Toast und Kaffee. Ah ja. Messer. Messer sind immer gut. Sollten wir mal schauen. Even David Madsen might be an angel to somebody else. Alter, ist das nicht so Zeugs von der Armee oder so? Boah, Alter, wer hat denn so ein Tier geschossen? Das ist ja richtig traurig. David has been dragging his head around since 2001. Das ist voll widerlich. Ich möchte auch kein totes Tier in mein Haus rumstehen haben. Maybe I'll try Stepdad for the password. Hä? Ich dachte, der kann die... Vielleicht macht er sich ja wirklich Sorgen um die Chloe, könnte ich mir vorstellen. Und Chloe baut halt nur Scheiße und die Erziehung fruchtet halt einfach nicht. Und er will sie einfach nur davon abhalten, Scheiße zu bauen, weil ich glaube nicht, dass der David wirklich ein so schlechter Mensch ist. Ich denke, er macht sich viele Gedanken um alles und zieht alles ein bisschen... Ich kann sogar die Kombination sehen. Das könnte ein nützliches Passwort sein. Nothing in it. Für was hat der da im Fernsehen drin? Überwacht er irgendwie das Haus? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er einfach nicht mehr klarkommt mit der... mit der Chloe und deswegen so ein bisschen abdreht und sie das natürlich nicht cool findet und in meinem schlechten Licht stehen lässt. Maybe this ID number might work. Boah, ich hasse so grün gepunktetes Zeug. Also ich finde das furchtbar, so vom Militär ist die Farbe, kann ich nicht leiden. Der sieht da nicht so cool aus, der sieht aus, als hätte was geraucht. I could try the license number for the password. Und da ist noch ein Buch. Haben wir, glaube ich, alles. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Ein Leitfaden für Veteranen, nee. Also er übertreibt es halt, aber ich glaube nicht, dass er wirklich da Chloe was Schlechtes will. So, machen wir mal einfach mal privat. 717. Such wrong. Privat. Was haben wir noch? Das hier? Try again. No way, Max. You totally froze the laptop. So. Ich denke dann vielleicht was mit der Familie. Weil ich glaube, ihm bedeutet seine Familie mehr, als er zugibt. Magic 8 Ball says no. No way, Max. You totally schon wieder. Froze the laptop. So. Schauen wir nochmal, ob wir es jetzt hinkriegen. Familie. Das hier. Ja. Score. Max the Hacker strikes again. Whoa. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. Was? But why does David care?
Warum? Okay. Warum? Okay. Also ich glaube, dass sie in es ist mit Frank. David could have helped her. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie sie eigentlich beschützen wollte oder das herausfinden wollte, was hinter dieser ganzen Scheiße steht. Oh, creepy bastard. Okay, er stalkt auch Max, weil er vielleicht denkt, dass Max ein schlechter Einfluss ist. It's just one more thing to make her sad and mad. Okay, aber ich würde mal sagen, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht bei Life is Strange. Bis dahin, tschüss.